Hör bloß auf mit der Scheiße. Moin, moin und herzlich willkommen zurück. Als wenn das so einfach wäre. Zu Gothic 3. Ja, ich hab mir wieder ein, zwei Tage Zeit gelassen, bevor ich hier weiterspiele. Ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind hier. Wo sind wir hier? In Montera sind wir jetzt gelandet. Aber haben hier bei Adea und Kabdun noch einige Quests offen gehabt. Und wir sollten uns aber hier, glaube ich, auch noch bei irgendwem melden. Innerhalb von 3 Tagen. Questlog. Da haben wir ja die ganzen Hauptquests. Hier, melden. Nimm den Mund nicht zu voll. So, du meinst, ich hätte Angst vor dir? Ich werde dich schon zur Arbeit bringen. Du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marik, dem Anführer der Orksoldaten an Montera, sonst gibt's Ärger. Ich denk darüber nach. Okay, wo haben wir Marik? Wer ist Marik überhaupt? Wo finden wir ihn? Kann er mir auch sagen? Mach hier nicht noch mehr Ärger! Was für noch mehr Ärger? Ich weiß jetzt nicht, was für einen Ärger ich gemacht habe. Ich würde aber auch gerne wissen, wer Marik ist. Bei dem musste ich mich melden. Am besten erledigst du das selbst. Mach dich nützlich, Morra. Ja, ich suche Marik. Kann mir einer sagen, wo Marik ist? Hier glaube ich eher nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Stör mich nicht! Ja, gut. Bei Belia, das werde ich nicht zulassen. Die Sklavenliste nehme ich mal mit. Du solltest meine. Oh, da sind welche drin, ne? Vielleicht ist da ein. Oder warte mal. Oh, warte. Bogen. Wolfsfell. Ach, nice! Hier gab es noch ein paar Fälle. Hör bloß auf mit der Scheiße. Fort. Zeig mir, was du hast. Nee, ich suche Marik. Hier gab es noch welche. Basir. Assassine. Noch ein Assassine, okay. Ork-Söldner. 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 Wirt. Speicher einmal. Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach bedienen darf. Ist gespeichert. Du dreckiger Dieb! Okay, laden wir das mal. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mitkriege, dass man hier als Dieb Ärger kriegt. Bisher konnte ich mich einfach bedienen. Finde ich lustig gerade. Aber es lädt auch sehr, sehr lange gerade. Guckt mich nicht so böse an, ja? Wo haben wir Marik? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Sanford. Eine neue Lieferung? Leg sie zu den anderen. Am besten du erledigst das. Du bist hier der Lagermeister? Du bist hier der Lagermeister? Eine blöde Frage, das siehst du doch. Zuckerschlecken ist das nicht, das sage ich dir. Wenn alles läuft, interessiert das keine Sau, was ich den ganzen Tag mache. Aber wie, es fehlt was, dann drehen sie gleich alle durch. Fehlt dir noch was? Fehlt dir noch was? Ich brauche 15 Weizensäcke vom Kornhof im Norden. Und zwar schnell. Was glaubst du, was hier los ist, wenn die anderen kein Brot mehr bekommen? Hör bloß auf mit der Scheiße. Okay, Weizen für den Lagermeister. Was fehlt dir sonst noch? Du wirst es nicht glauben, aber ich brauche noch 5 Milchfässer vom Viehhof im Westen. Ach was. Tja, ich sagte doch, der Job ist kein Zuckerschlecken. Sonst noch irgendwelche Bauchschmerzen? Ich denke, das war erstmal alles, was ich an Waren brauche. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich lieb diese sarkastische Art. Warum holst du deinen Scheiß nicht gefälligst selbst? Nee, das sind meine Erfahrungspunkte. Die will ich gerne selber haben. Aber ich will trotzdem, wo ist Marik? Torek?
Kann mir auch nicht sagen, wo Marek ist. Aber wir sind hier in Montera. Wo ist Marek? Also hier haben wir alle schon. Okay. Gibt es hier drin einen Marek? Ork. Krieger. Torex-Sklave. Und Tore. Okay. Wo muss ich suchen wegen Marek? Da geht's nach oben. Vielleicht da oben. Keine Ahnung, wo ich suchen muss, jetzt ernsthaft. Wohl hier könnte es. Hier geht es auch nach oben. Wasserpfeife, wer ist denn das? Sobota. Wir werden hier nochmal wiederkommen. Glaubst du wirklich? Oh. Du willst doch nicht einfach so an mir vorbei, oder? Was gibt es hier in der Burg? Was gibt es hier in der Burg? Das hier ist die Residenz von Varek dem Großen. Nur selten wird ein Morra im inneren Kreis dieser Burg geduldet. Verstehe. Hm? Lässt du mich in die Burg? Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. 71 Punkte fehlen mir. Okay. Aber... Oh, Marek! Grimmiger Kerl, was? Wie bitte? Na, die Torwache da oben am Tor. Die Orks sind halt etwas ruppig. Aber wenn man ihre Sprache spricht, sind sie ganz umgänglich. Hm? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Marek. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meinte, ich soll mich bei dir melden. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sagt er das. Nun gut, jetzt bist du ja hier. So, hast du was für mich? Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Seh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrtana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Gut, ich werde für dich arbeiten. Nehmen wir mit. Ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Weißt du was von Xardas? Ja. Er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Hm? Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Gäldern und Silten einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Okay, ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt?
Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Kommt mir bekannt vor. Okay, ich glaube, ich muss mich bei jedem der Fraktionen einmal beliebt machen, ne? Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Monterra und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterbude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Okay, würdest du mich im Kampf unterrichten? Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Schildparade wäre auch nicht schlecht. Oder wie ich mit einem Schild überhaupt erstmal pariere. Aber machen wir erstmal zurück. Ich weiß jetzt nicht, wie viel habe ich? 10 Lernpunkte. Marek, im Kampf unterrichten. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ich würde schon gerne mal, ich habe aber nicht das Geld dafür. Habe ich das Geld? Ich warte mal eben. Inventar. Wie viel Geld habe ich denn? Wo sehe ich denn das? Gold 907. Ja gut, lassen wir erstmal. Oder, ne, wir machen erstmal auf Stärke, oder? Wir haben Stärke 140. Für das hier bräuchten wir 150. Obwohl Alchemie wäre auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich in Richtung Alchemie gehen. Aber dann würde ich sagen, wir gehen nochmal kurz zurück. Da fehlen... Wir machen Stärke erstmal. Wir machen doch Stärke. Stärke 150. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So. Nur weiter so. Hör bloß auf mit der Scheiße. Und das Haus, das ist frei? Das ist meine Hütte jetzt? Oder wie? Ich habe meine eigene Hütte geplündert, oder was? Okay, interessant. Ich habe meine eigene Hütte geplündert. So. Ich speichere das auf einmal. Dann würde ich wirklich nochmal kurz zurückgehen wollen. Und die paar Quests, die da noch fehlen, eben einsammeln, sagen wir so, für die Erfahrungspunkte. Da können wir Belia anbeten. Ich glaube, da liegt was. Warte mal. Habe ich Schilder? Ich habe kein Schild, ne? Die sind aber auch verdammt nah an Monterra. Da sind noch mehr von den Biestern! Wo kommst du denn her? Da! Dem hast du's gezeigt! Armselige Kreatur! Was war das? Ein Wildschwein, okay. Nehmen wieder alles mit. So, und esse nochmal. Ich hab voll vergessen, dass hier so ein Ding war. Eine Schnapsbeere! Warte mal, da ist ja ein Lagerfeuer, ne? Können wir hier noch mal kurz grillen? Wir haben ja ein bisschen was. Oh, rohe Fleischschwanze und... Ja. Machen wir mal. Und noch mal kurz speichern.
Ah, der. Ich nehme lieber den Weg, den ich vorher genommen hatte. Was anscheinend zwar der längere ist, und so, ich nehme wieder alles mit. Die spawnen ja wirklich alle wieder nach. Wo kommst du? Ich sehe nicht. Da! Jo, und jetzt trifft er mich auch noch. So, da ist ein Dodo. Fehlt uns für die nächste Stufe noch einiges. So, gleich kommen da wieder die Orks, die hier einfach so random auf mich losgehen, obwohl die hier ein bisschen zivilisierter sind, gehen die trotzdem auf mich hier los. Bleib stehen, Mora! Nö. Was heißt eigentlich Mora? Ich habe bisher das Gefühl, Mora heißt sowas wie entweder Mensch oder Freund. Aber Freund glaube ich jetzt mittlerweile eher weniger. Achso, der ist schon tot. Hatte ich den auch gelootet? Vorne ist wieder nur ein Wolf. Den holen wir uns. Wenn der Wolf allein ist. Da! So. Und da. Den Goblinbär nehmen wir mit. Gibt es hier noch mehr Tierchen, die ich erledigen kann? Da gibt es noch einen Dodo. Aber war hier nicht noch irgendwie ein Ripper oder so? Herrschaftsklaut. Seltsamer Pilz. Und noch eine Truhe. So, was haben wir hier? Ganz normales Wasser, Brot und leeres Fläschchen. Wo ist denn der Dodo da hinten? So, da vorne war doch, glaube ich, der Ripper, ne? Irgendwo. Hier ist ja auch noch eine Höhle. Speichern noch einmal, bevor wir da reingehen. Jetzt haben wir hier eine Waldbeere. Jetzt noch eine Truhe. Feuerpfeil, Möhre, Brot. Gibt's hier nichts, ne? Okay. Dann würde ich wieder weitergehen. Ich hätte jetzt gesagt, da kommt irgendwie irgendwas Gefährliches auf uns zu.
Ah, ja. Da war ja was. Erst sobald wir die Giftresistenz haben, würde ich die angreifen wollen. So, dann kann ich den einen Typen da auch sofort Bescheid sagen, ne? Den Dominik. So. Dominik, ich war beim Anführer der Orks. Ich war beim Anführer der Orks in Montera. Na also, das wurde ja auch Zeit. Oh, zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Spitzhacke, Kampfstab, Bolzen, Knüppel, Schwert. Niedlich hätte er. Karte der Welt, wir haben aber auch selber eine eigene. So, was kann ich ihm andrehen? Die Sense. Bolzen hätten wir, Feuerpfeile, Bogen, Assassinenmesser. Goldausgleich machen wir mal so. Ah nein, das Assassinenmesser. Ah toll, okay. Dann haben wir das nicht mehr. Aber warte mal. Wo war das gekochte Fleisch jetzt? Da. Packen wir das mal da hin. Dann können wir das hier halt auch nutzen. Weil schwere Armbrust würde ich gerne irgendwann mal hin. So, dann kann ich ihm vielleicht auch noch den Rest. Zeig mir deine Ware. Wie das hier. Ja, dann haben wir jetzt blöderweise den Assassinendolch verloren. Aber ich glaube, den kriegen wir so oder so früher oder später nochmal wieder. So, Montera will ich jetzt nicht. Ich will Richtung Adea nochmal zurück. Und Kapun. Wir haben ja Wolfsfälle eingesammelt nochmal. So. Hasenfleisch haben wir auch nochmal gesammelt. Und so, aber ich freue mich auch schon, wenn wir in der Lage sind. So, okay, in der Lage sind wir wahrscheinlich schon jetzt, aber wenn wir auch nochmal nach dem Norden oder in den Süden gehen können. Hier soll ja irgendwie Wüste sein, habe ich verstanden, und da irgendwie Eis. Und hier ist das grüne Gebiet. Und da frage ich mich dann, vor allem ich frage mich auch, wo ist Xaras? Ja stimmt, da waren ja die Goblins. Können wir auch mal erleben, ne? Okay, was ist das denn für einer? Okay. Ich ergreife lieber die Flucht.
Ich glaube, den Kampf verliere ich. So, der müsste jetzt weg sein, ne? Wieso bleiben wir jedes Mal stehen, wenn wir essen wollen? Können wir nicht beim Gehen essen? Wäre. So, Oberblatt nehmen wir auch noch mal mit. Eidechse. Die Punkte nehme ich auch mit. Eva oder ein Ripper? Den Eva lasse ich die erstmal, beziehungsweise Wildschwein. Lass ich trotzdem nochmal in Ruhe. Ich kann hier nochmal kurz grillen. So, 8 Stück. Und nochmal speichern. Okay, geht wohl nichts mehr. Den zu treffen. Nee, ich will wieder hier drauf. Noch ein Oberblatt. Und ein Zauberwurz. Genau, ich glaube dann hier bei dem, genau, bei ihm am Karren vorbei. Der Ioma. Kapitän, ja, da wollen wir hin. Die ich hier auch einfach nicht eingesammelt habe, beziehungsweise ich bin immer noch der Überzeugung, hier spawnt alles nach. Also das hier schon. Und noch eine Flammenwerte. Noch mal eine Waldbeere, eine Schatulle, Silberpokal, eine Säge und eine Laute und eine Schaufel. Wie komisch, dass ich das nicht eingesammelt hatte vorher. Dann das respawnt, bezweifle ich. Ah ja, Wölfe. Hungriger Wolf. Treffen Funst. So. Da! 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 Jo! Jo, 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 schnell wieder hoch!
Jetzt muss ich essen. Das war jetzt aber ordentlich verbackt gerade. So. So, schade um die Dodos, aber... Aber die spawnen wahrscheinlich eh wieder nach. Ich freue mich schon auf die Kommentare, wenn ich dann lese, nee, du bildest dir das ein, die spawnen nicht nach und so weiter. Das ist ein Irrglaube. Aber aktuell produziere ich ja das ein bisschen ja vor. Was war das nochmal für eine Hütte? Ah, ja, ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Okay. Aber ich finde, hier sind schon mal ein paar Wolfsfälle. Hier sind schon mal ein paar Wolfsfälle. Gut, gib her. Aber das sind noch nicht alle. Bring mir noch mehr. Jetzt bin ich noch zwei. Zwei Wolfsfälle. Okay, hier hatten wir ja schon Blutig. Was ist denn das da? Sieht aus wie eine Innenstatue. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte aus dem Bett. Einmal bis zum nächsten Morgen. So, dann wollte ich schauen, ob ich hier nochmal die paar Wölfe erledigen könnte, die hier rumliegen. Rumliegen. Rumlaufen, rumlungern. Da haben wir noch einen. Oder auch nicht. Da haben wir auf jeden Fall noch ein Dodo. Gab hier nicht noch mehr Wölfe? Hier. Okay, mehr waren es aber auch nicht, glaube ich. Und hier haben wir eine Sense. Und hier haben wir noch ein Belia-Ding. Rostiges Schwert, ein Messer. Noch ein rostiges Schwert. Okay, kein Innoschrein, alles Belia. Hier haben wir noch ein Wolfsfell. Noch ein Wolfsfell. Wir haben die. Nein, nicht der Hocker. Und da hinten haben wir auch noch jemanden. Wer ist denn das? Harald. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du hier herum? Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder?
Klar, hier nimm. Klar, hier nimm. Super, danke, Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Du siehst aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann, du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Er ist das Sklave, okay. Ich weiß nicht. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Wer wollte den Sklaven haben? Hier. Sagt uns, dass Bradley einen neuen Sklaven braucht. Waffen für die Rebellen. Wer braucht einen Schmied? Beseitigt den Wand. Ah, okay, das ist für Redok. Khartoum, bringe Uka seine Waren zurück. Die Banditenklage der Küstenregion, die Truhe des Alchemisten, Fälle für Jens, den Jäger, Lampenöl für Adea, die drei goldenen Pokale aus Urkas Lager auf, Waffenbrüll für den Bild. Ich bringe erstmal Jens sein Fell. So, Jens? Das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Okay, bring mir das Bring mir was über die Jagd bei. Jagdgeschick, ich will meinen Umgang mit dem Bogen verbessern. Das ist aber auch alles sehr teuer. Ein Fell abziehen, das könnte gut sein, damit könnten wir Geld verdienen. Und Reptilien heute abziehen. So wie besten Zähne, Krallen und Hörner abnehmen. Wird, glaube ich, die drei auch einmal machen. Sobald ich wieder Punkte habe. Wie viel habe ich denn? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier drauf. Ich habe wieder 0, aber wir könnten bald wieder Punkte kriegen. Man will die drei machen wollen. Und damit können wir Geld verdienen. Lass mich in Ruhe. Silas will mit uns nichts zu tun haben, okay. Würde ich hier erst einmal, Gamal, ich fange Harek wieder ein, wo ist er? Ich fange Harek wieder ein, wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Okay, wir werfen erstmal unsere Moral über Bord und für die Erfahrungspunkte. Harek, ich speichere vielleicht noch einmal, bevor ich mit dem da rede. Bring dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Keine Wirre, du wirst mir jetzt folgen. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Ich bring ihn weg. Ich bring dich weg. Gut. So. Er folgt mir, okay.
Wir bringen ihn dann zu Jens. Ich dachte, ich kann ihn nur ausliefern. Aber wir sind dann... Wir sind jetzt, glaube ich, auf der richtigen Seite. Wir können ihn wegbringen. Nicht, dass er mich hier auch noch hintergeht. Hier, da wären wir. Harry? Wo soll ich mit... Soll ich nur dran vorbei oder wie? Was ist jetzt die Quest? Bring das Sklaven zurück zu Gamal. Hilf Parek zu entkommen. So, warte. Bring mich nur am Dorf vorbei zum Jäger Jens. Da waren wir doch. Da ist doch der Jäger Jens. Ich habe dir einen Gast mitgebracht. Harek muss eine Weile untertauchen. Alles klar, er kann eine Weile bei mir bleiben. So, Harek? Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Ich werde dich dran erinnern, wenn ich mal was von dir brauche. In Ordnung. Hier, nimm wenigstens diese Tränke. Du wirst sie brauchen. Akrobatik kann ich bei ihm lernen. 10 Lernpunkte. Wo wollte ich? Nein. Okay, nur noch 420 Punkte. So. Was, wenn wir ihm jetzt Bescheid sagen, dass er weg ist oder tot oder so? Kriegen wir bestimmt dann auch ein paar Punkte, oder? Mit Gamal, ich speichere noch einmal, bevor ich mit ihm rede. Was willst du? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Bei den Rebellen 9. Okay, alles andere ist 0. Rufer war 30 in Kapun. Okay. Okay. So, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.